Hallo und herzlich willkommen, ich bin der Matt Jackson von Android TV. Ja, ich bin hier bei meinem ersten Event, bei dem LG G6 Event, wie man unschwer erkennen kann. Noch davor, im Hintergrund fressen sich die Presseleute erstmal ordentlich voll. Wir hoffen natürlich hier das LG G6 zu sehen, das steht ja überall so dran. Und wenn dem so ist, dann werdet ihr nach dem kurzen Break ein entsprechendes Hands-on-Video von mir sehen. Also nicht abschalten, nach dem Break geht es los. So, da bin ich auch schon. Die Messe ist gelesen, mehr oder weniger. Und ich bin jetzt hier im Backstage-Bereich und konnte mir drei Geräte schnappen, nämlich in allen drei Farben, wie das LG G6 vorgestellt wurde. Denn genau das Gerät haben wir jetzt hier vor uns zu liegen, beziehungsweise die Geräte. Und wie üblich in unseren ersten Hands-on-Videos werden wir einfach mal durch die Geräte durchgehen, von allen Seiten betrachten. Und ich werde noch ein paar Worte dazu euch vermitteln. Ja, wir sehen jetzt hier schon die Frontseite und es ist tatsächlich auch so geworden, dass es also ein wesentlich größeres Display geworden ist, als es das normalerweise bei den Geräten so üblich ist. Wir haben jetzt hier also ein 18:9 Format. Ja, ich weiß, die Mathematiker unter euch werden jetzt 2:1 Format sagen. Das ist es denn natürlich auch. Wir sehen hier tatsächlich auch die runden Ecken. Vorsicht bei Apple, die klagen sowas gerne weg mit Patentschutz, aber da weiß ich noch gar nicht, da ging es glaube ich nur ums Tablet. Aber hier haben wir das bei dem Display. Wir sehen auch hier auch schon das typische Display, das Always-On-Display, dass also auch wenn wir das Gerät in die Hand nehmen, dass wir die letzten Informationen und ähnliches sehen, auch hier wieder mit dem bei dem LG G6 übernommen. Ja, was haben wir da für eine, ich suche hier gerade mal den Power-Button. Ach, das ist ja hier hinten, alles klar, das ist ja bei LG ein bisschen anders. Recht praktisch natürlich, dass man hier immer gut rankommt, auch wenn man das Gerät anmachen möchte und der Fingerprint-Sensor natürlich hier hinter. Ja, ich wollte euch noch die Auflösung sagen, also dass das nicht nur groß, LG nennt das übrigens Full Vision Display und hat eine Auflösung von 2880 x 1440 Pixel. Das ist ein bisschen krumme Zahl, die kennt man so gewöhnlicherweise nicht, aber wie gesagt, das liegt an dem neuen Format, was man hier vor sich hat. Und bei dem Event war also auch gerade, ich würde jetzt mal sagen, ein italienischer Regisseur auf der Bühne. Ich habe mir seinen Namen leider nicht merken können, aber er scheint wohl irgendwas Wichtiges schon gemacht zu haben. Der meinte also auch, dass in diesem 18:9 Format halt große Kinofilme gemacht wurden und auch die ersten Bilder von Da Vinci und was weiß ich wem sind in diesem Format entstanden. Deswegen gehört das also auch auf ein Smartphone, solch ein Format zu machen. Und man hat natürlich den Vorteil, dass man jetzt also deutlich mehr Screen-to-Body-Ratio hier auf das Gerät bekommt. Ja, von dem Rand gab es ja schon erste Kritiker, was man so bei den Leaks gesehen hat. Ich würde jetzt einfach mal sagen, wenn man es tatsächlich in der Hand hat, finde ich es gar nicht mehr so extrem, wie es auf Fotos aussah. Klar hat man hier, übrigens sehen wir hier gerade noch ein Vorsehenmodell. Könnt ihr das gerade sehen? Die Ecke ist hier gar nicht so sehr rund, sondern ist hier fast schon im Octa-Core. Und dann nehmen wir nämlich mal das Gerät hier und dann sehen wir nämlich auch schon die richtige runde Ecke. Könnt ihr das gerade sehen? Hier, wie das so ein bisschen eckig ist und hier ist es jetzt tatsächlich schon rund. Dann nehmen wir auch mal das Smartphone, da das ja an allen anscheinend schon ein neueres Betriebssystem drauf hat. Ich suche hier immer den Power-Button an der Seite, der ist aber natürlich hier hinten. Gut, also ich habe es gesagt, hohe Auflösung 2880 x 1440 Pixel, das sind im Übrigen 564 ppi, wer sich dafür interessiert. Ja, und Home-Button gibt es ja natürlich hier nicht, weil man hat ja eben versucht, so viel wie möglich an Platz zu schaffen für das Display. Wir sehen hier oben entsprechend den Lautsprecher, der ist für die Telefonate da. Daneben zwei Öffnungen, wahrscheinlich Bewegungssensor und Beleuchtungssensor daneben und eine Frontkamera, die wir hier mit 5 Megapixel angegeben haben, die 100 Grad Weitwinkel hat, aber für Weitwinkel, da kommen wir gleich nochmal auf die andere Seite, dafür ist ja LG sowieso
sowieso bekannt. Was damit gemeint ist, werden wir gleich erfahren. Ja, sind wir erstmal hier vorne durch. Ich würde sagen, so optisch sieht das schon mal recht ansprechend aus. Das ist natürlich nochmal eine Frage für jeden selbst, aber ja, ich denke, fächt sich haptisch auch recht gut an, liegt gut in der Hand, hat ein gutes Gewicht. Wer es wissen will, wie viel, 163 Gramm. Material ist im Übrigen Aluminium, der Rahmen, und hinten haben wir dann schon Glas. Aber dazu kommen wir gleich. Erstmal die Unterseite. Ja, das ist ein USB Type-C. Vom Übertragungsstandard müsste ich das tatsächlich mal nachrechnen, ob das schon schneller 3.1 ist oder auch nicht. Denn hier die Öffnung, ein Lautsprecher, eine weitere Öffnung für ein Mikrofon. Auch das dürfte für Telefonate sein. Wer sich wundert, was das hier für ein Streifen ist, man muss halt diesen Metallrahmen auch unterbrechen für die ganzen Antennen, die in dem Smartphone verbaut sind, um eben entsprechenden Empfang zu haben. Und genau solch eine Unterbrechung ist das. Da wird sich mit Sicherheit eine Antenne hinter verbergen, eine von den vielen. So, gehen wir mal auf die linke Seite. Ich gehe mal ein bisschen aus der Kamera raus. Da sehen wir hier also lauter und leise Tasten, also tatsächlich Mehrzahl, keine Wippe, sondern zwei einzelne Tasten. Ich nehme mal kurz den Druckpunkt, ja, die sitzen satt, drücken sich auch satt, und ich würde fast behaupten, die sind auch aus Metall, aber auch das ist hier nur gemutmaßt. So, nochmal gucken, müssen wir eben die Geräte hier aus dem Hintergrund nehmen, damit das hier scharf schaltet. Seht also, stehen auch ein wenig heraus, aber das sieht angenehm aus. So, Oberseite, 3,5 mm Audio-Klinkenbuchse, sehr schön, hat man also bei LG auch weiterhin aufrechterhalten. Da gab es ja viele, die sich darüber beschwert haben, dass es dann nur noch die Audioausgabe über USB geht. Auch wenn hier Type-C ist, hat man also noch zusätzlich einen analogen Audioausgang geschaffen. Daneben wiederum ein kleines Loch, dahinter befindet sich auch ein weiteres Mikrofon, und zwar genau genommen für Geräuschunterdrückung, denn wenn es so laut ist wie hier auf dem LG-Event, dann kann man während eines Telefonates über dieses Mikrofon die Geräusche aufnehmen, die Software rechnet sie raus, und euer Gegenüber, euer Gesprächspartner wird euch recht gut verstehen können. So, denn hier wieder zwei Unterbrechungen, selbe Thema für Antennen, und jetzt hier die rechte Seite sehen wir einen SIM-Tray, hinter dem sich mit Sicherheit nicht nur die Nano-SIM-Karte einfügen lässt, sondern eben auch eine Speicherkarte, um die 32 GB zu erweitern, die das Gerät nämlich hat. So, nochmal aus dem Bild rausgenommen. Und jetzt kommen wir zur Rückseite, die ich euch schon ein paar Mal gezeigt habe. Genau, Corning Gorilla Glass 5. Sieht für mich, wir holen uns gerade mal die anderen Farben mit ins Bild, denn in drei Farben wird das Gerät auf den Markt kommen, nämlich in Eisplatinium, das ist das Graue hier, würde ich fast behaupten, Astro Black, diese Variante hier rechts, und in Mystic White, das ist das linke hier, mit so ein bisschen Gold abgesetzt. Sieht meiner Meinung nach gar nicht so schlecht aus und auch fast am besten. Hier hat man so eine leichte Metallmaserung, sage ich mal, darunter. Das kann natürlich auch sehr schick aussehen. Ich weiß nicht, ob die Kamera das so einfängt, aber ich denke schon. Das Schwarze, ja, ist natürlich wieder Fingerabdruckmagnet und spiegelt sich in allen. Ihr seht jetzt hier halt auch schon die Decke reflektieren. Aber manch einer gefällt dieses glänzende Schwarze. Ja, ich will jetzt nicht den Namen von einem angebissenen Apfelhersteller nennen, aber so in die Richtung geht das schon. Ja, und wie gesagt, das Weiße finde ich aber recht angenehm, und ja, das behalten wir jetzt auch erstmal weiter in der Hand. Ich nehme das jetzt mal wieder aus dem Bild raus, damit wir auch hier ranzoomen können. Weiterhin erhalten geblieben, also auch bei dem G6, die Dual-Kamera, die aber nach einem anderen Prinzip funktioniert, wie wir sie von anderen Herstellern kennen. Nämlich, es ist hier nicht ein Monochrom und ein RGB-Sensor, sondern wir haben hier eine normale Linse, die da mit 13 Megapixel ausgestattet ist, und eine zweite 13 Megapixel Linse, die mit Weitwinkel ist. Genauer genommen, die eine ist mit 71 Grad und die andere mit 125 Grad. Blende 2,4 und 1,8.
Und daraus kann man dann also auch so Panoramabilder, man kann besser zoomen, weil der dann praktisch auch von dem Weitwinkel und dem normalen Winkel entsprechend eine Aufnahme fertigt. Also von daher ist es eine ganz witzige Technologie, die dahinter steckt und hat sich ja eigentlich auch beim G5 bewährt, wenn das G5 auch sonst nicht so überzeugen konnte. Die Kamera ist eigentlich recht gut bei allen Tests weggekommen. In der Mitte sehen wir halt noch den Dual-LED-Blitzlicht mit einer helleren und einer dunkleren LED, was halt den Vorteil hat, je nach Lichtumgebung, ob man warmes oder ein kaltes Licht haben will, wird das dann halt entsprechend gemischt. So, dann will ich das nochmal von der Seite zeigen, weil nämlich bei diesem Smartphone das völlig plan ist. Beim G5 war das ja noch so ein Wulst gewesen und hier ist tatsächlich die Kamera komplett plan eingearbeitet, was ich persönlich sehr schön finde. Darunter haben wir den Fingerprint-Sensor, den ich jetzt hier schon inklusive Power- und Standby-Button, den ich die ganze Zeit schon gesucht habe. Also bei LG ist er hier hinten. Ich kann mal kurz zeigen, dass man den also auch drücken kann. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt so seht schon, aber ihr seht hier im Hintergrund immer das Display an- und ausgehen, also es hat auch tatsächlich eine Funktion. Es ist also ein richtiger Hardware-Button, den man auch richtig durchdrücken kann. Ja, und dann unten nochmal das G6-Logo und dann sind wir im Grunde genommen auch schon von außen einmal durch und werden nochmal ganz kurz auf die technischen Daten eingehen. Ah, jetzt suche ich schon wieder den Power-Button, das gibt's doch gar nicht. So langsam sollte ich das doch mal gelernt haben. Gut, also Software und technische Daten. Nein, es ist keine Snapdragon 835 Octa-Core-CPU. Warum, haben wir schon hinlänglich berichtet. Samsung ist der Meinung, dass sie bis April die CPU einfach mal safen müssen und kein anderer Hersteller die nutzen darf. Zum anderen sagt LG selber, die Snapdragon 821 Quad-Core-CPU, die also tatsächlich hier verbaut ist, hat sich auch schon bewährt und ist eine sichere CPU und vielleicht sogar auch noch ein bisschen energiesparender, denn sie ist mit 2,35 GHz maximal getaktet und hat auch noch einen Headpipe, also eine Kühlung im Gerät drin, sodass es da keine Probleme mit Überhitzung geben kann. Bei einer Snapdragon 821 wissen wir im Allgemeinen, geht eine Adreno 530 GPU, also der Grafikchip, einher, die auch recht gut ausgestattet ist. So, dann wollen wir mal noch ein wenig in die Speichervariante gehen, vielleicht auch erstmal noch das Betriebssystem. Ich bin gerade ein wenig verwundert, wie der Aufbau hier ist. General. Hier gibt es nämlich noch solche Karteireiter. Das dürfte aber schon die neue Benutzeroberfläche von LG sein, die das jetzt hier nochmal so verändert. So, jetzt müssen wir mal gemeinsam suchen. Software Info, da sollte das also auch drinstehen. Android 7.0 Nougat, so ist es. Habe ich euch also nicht angelogen. Speicher habe ich schon erwähnt vielleicht, 32 GB lassen sich via MicroSD-Karte erweitern. Nun gab es schon ersten Diskussionsgespräche, was denn die 64 GB Variante anbelangt, denn es gibt tatsächlich auch eine 64 GB Variante, aber LG handhabt es so, dass dieses Smartphone in unterschiedlichen Regionen, also sprich Asien oder USA, auch in unterschiedlichen Ausstattungen geliefert wird. Also in Asien gibt es das beispielsweise mit 64 GB. Dafür gibt es in den USA die Variante mit Qi-Ladefunktion, was ich ein bisschen schade finde, dass man das nicht auch nach Deutschland gebracht hat, weil das tatsächlich eine sinnvolle Geschichte ist, den 3300 mAh starken Akku auch kabellos laden zu können. So, zu den 32 GB Programmspeicher gesellen sich 4 GB RAM. Ich wollte das aber hier auch noch mal dokumentieren. Wir sehen also hier 32 GB Speicher, 10,31 werden schon von dem Betriebssystem und der Benutzeroberfläche und vorinstallierten Apps benutzt. Also noch ausreichend speicherfrei, auch ganz ohne Karte. Nochmal kurz in den RAM reingeschaut.
Da stehen sie also auch, die 3,7, jetzt gerade 2,8 im Gebrauch. Das heißt also, hier werden also auch einige Apps gerade offen sein. Ihr habt es gerade schon gesehen unter Umständen hier. Ich habe hier den Home-Button gedrückt und da war schon das neue Icon, das animierte, was also bedeutet, dass das Gerät auch den Google Assistant schon vorinstalliert hat. Da können wir gerade mal gedrückt halten. Okay, der muss noch eingerichtet werden, aber ihr seht schon, Google Assistant ist also auf dem Smartphone tatsächlich auch vorinstalliert und damit meines Wissens nach auch das erste Smartphone außerhalb des Google-Ökosystems, was so mit dem Android Google Assistant auf den Markt kommt. Wobei wir, glaube ich, gerade gelesen haben, dass jetzt Google bekannt gegeben hat, dass also ab Android 6.0 alle Geräte mehr oder weniger damit nachgeliefert werden sollen. Vielleicht noch zur Beschaffenheit des Smartphones, was nicht ganz uninteressant ist. Wir haben ja auch eine IP68-Zertifizierung, was natürlich sehr angenehm ist. Und zu den Maßen vielleicht noch. Ich könnte ja mal beispielsweise mein Nexus daneben legen, dass wir auch ein Größenverhältnis ungefähr haben. Also wie gesagt, ein 5,7 Zoll großes IPS-Display und ihr seht schon, mein Nexus-Gerät ist deutlich größer als das Gerät hier. Das sind de facto hier 148,9 in der Höhe, 71,9 in der Breite und 7,9 mm dick oder dünn, je nachdem, wie man möchte. Ja, da sind wir im Grunde genommen eigentlich auch schon komplett durch. Vielleicht noch ganz wichtig zu nennen, dass hier jetzt auch ein neues Audiosystem oder neue Technologie verbaut wurde mit Dolby Vision. Das wurde gerade noch mal auf dem Event angesprochen und auch von einem Dolby-Beauftragten in rechte Szene gesetzt. Insofern habe ich das jetzt auch noch mal genannt. Wir können vielleicht noch mal ganz kurz hier so die Apps ein bisschen durchblättern, was da vorinstalliert ist. Das ist ja auch immer recht interessant. Okay, eine Sport-App von LG, Kalender, ein eigener. Radio ist auch vorinstalliert. Und was haben wir hier noch? File Manager ist drauf. Okay. LG Switch, das dürfte wahrscheinlich für die Datenübertragung sein. LG Friends Manager ist auch installiert. Und ja. Haben wir da auch mal einen Blick drauf geworfen. Auf der Präsentation wurde auch noch genannt, dass ein kleines Spieleportfolio mitgeliefert werden soll. Das ist jetzt hier noch nicht installiert, aber sehr hervorgehoben wurde dort Temple Run 2. Komplett die Kaufversion gratis dabei, also mit allen Features schon mit drin. Ja, wer es gerne spielt. Wenn er sich das Smartphone kauft, hat es dann gleich dabei. Ja, das war es dann im Grunde genommen auch schon von mir hier von dem LG G6 mit dem ersten Eindruck gleich nach dem Event. Wenn ihr noch Fragen habt, runter in die Kommentare damit. Ansonsten schaut euch auch unsere anderen Videos an. Euer Matt Jackson von Android TV. Bis dahin. Tschüss. Nein, ist noch nicht vorbei. Stopp! Ich habe noch eine ganz wichtige Sache natürlich vergessen, den Preis. Zwar hat LG den auf dem Event jetzt gerade auch nicht bekannt gegeben, auch nicht, wann das Gerät in den Handel kommt, aber es gibt tatsächlich schon auf notebookbilliger.de, habe ich gesehen, jemanden, der da, dort wurde das schon ein Preis genannt, nämlich 699 Euro. Wie verbindlich der tatsächlich ist, dass das dann auch wirklich der Endpreis wird bei LG, kann ich natürlich nicht garantieren, aber man kann das Smartphone bei notebooksbilliger.de schon kaufen oder beziehungsweise vorbestellen und dann müssen die euch das auch für den Preis verkaufen. Also wenn es teurer wird, macht dann Schnäppchen, wenn es günstiger wird, habt ihr Pech gehabt. Verkaufsstart, auch der wurde wie gesagt nicht kommuniziert, aber man munkelt so Ende März, weil man natürlich noch vor April mit dem Gerät auf dem Markt sein will, um vermutlich den Mitbewerber aus demselben Land etwas früher am Start zu sein. So, jetzt bin ich aber wirklich durch. Fragen, wie gesagt, runter in die Kommentare. Euer Matt Jackson. Tschüss! Wenn euch das Video gefallen hat, vergesst nicht, uns zu abonnieren und es vielleicht auch über Twitter, Google Plus oder Facebook zu teilen, damit andere auch etwas davon haben. Zum Dagger, Zum.